Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und Moment, ich muss noch mal ganz kurz ins Wohnzimmer. Ganz kurz. Eine Sekunde, Moment. Bleib da. Ah! So, bin wieder da. So fange ich immer am liebsten an. Ja, ich könnte jetzt einfach neu starten und die Aufnahme noch von vorne anfangen, aber dann wäre doch der ganze Witz weg. Okay, welcher Witz weiß ich auch nicht. Ist ja eigentlich kein Witz, aber der ganze Spaß halt. So, Spaß, lustig, haha. Okay, beim letzten Mal waren wir hier... Geralt dreht durch. Beim letzten Mal waren wir hier im Gefängnis. Im Gefängnisruin. Ach, dieser Berg. Kann man da hin? Kann man da hin? Wo ist denn das? Wo gucke ich gerade hin? Okay. Ich gucke in die Richtung. Das heißt... Das müsste ja dieser Berg hier sein, oder? Also kann man da wahrscheinlich hin. Ach nee, der kann doch gar nicht so nah sein, oder? Hä? Ist der so nah? Kommt man da hin? Kommt man da drauf auf den Berg? Das wäre echt krass. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wäre krass. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal aus, weil so weit ist er ja nicht weg. Gibt es irgendwas auf dem Weg dahin? Ach, hier ist der. Wir haben wo ganz anders hingeguckt. Der ist nicht hier. Das ist hier der Berg. Okay, nee, da werden wir nicht hin können. Also da kommen wir nicht drauf. Das weiß ich jetzt schon, weil hier die Karte zu Ende ist. Also da kommt dann wieder irgendwie das Drachen da wohnen oder irgend so ein Schrott. Schade. Naja, dann nehmen wir aber jetzt trotzdem, ich gehe jetzt trotzdem mal dahin, weil mich einfach interessiert, dann nehmen wir jetzt dieses Fragezeichen hier mal mit und versuchen dann mal auf den Berg drauf, aber wie gesagt, das geht nicht. Ich habe gedacht, das wäre woanders der Berg. Es hat mich schon gewundert, das hat keinen richtigen Sinn ergeben. So macht es schon mehr Sinn. Schneller. Aber wie gesagt, wir... Moment, was ist denn das da für eine Hütte? Waren wir bei der schon? Los. Sieht aus wie von einem Kräuterhändler oder sowas. Nicht so schnell, Plätze. Aber hier ist niemand, also zumindest ist kein Zeichen auf der Karte oben rechts zu sehen, dass hier irgendwas Geiles wäre. So, jetzt gehen wir mal erstmal zu dem Fragezeichen. Na komm. Okay, es ist eh nicht mehr weit, jetzt laufe ich noch den Rest. Hier kannst du bitte was trinken, Plätze. Bestimmt wieder eine verlassene Stätte, auf jeden Fall super laut. Ach, es ist wieder so ein Riese, krass. Wie geht das denn? Ich dachte, das... Ist aber cool, dass jetzt wirklich so einzelne Figuren quasi solche Städten terrorisieren. Das gefällt mir. Machen wir trotzdem Platz. Er ist nicht ganz so groß wie der andere. Zyklop. Wir machen gut Schaden. Oh mein Gott! Leichtester Gegner ever! Was ist hier denn los? Jetzt macht Geralt wieder diesen Spaß. Das hat er doch sonst nie gemacht. Das ist schon das zweite Mal, dass er ein bisschen chillt. Und dann kommen die alle wieder. Ich frage mich, was die Leute denken, wenn die kommen und sehen, wie Geralt da einfach mal so in der Mitte des, der Städte quasi meditiert. Vergeht jetzt jedes Mal ein Tag oder wie Zeit vergeht er? Oder ein paar Stunden? Aber es ist ja immer die gleiche Animation. So von wegen Sonne geht auf und ist dann irgendwie weg. Genau neben uns sind zwei Leute, die müssen sich schon ein bisschen gewundert haben, was macht denn dieser Geralt hier? Und leider ist die Leiche komplett weg und nur noch diese paar Überreste. Er hat ein paar Ohren, okay. Pass auf deine Pfoten auf! Meinen Gruß. Danke. Sagt ihr auch Danke? Nee, du hast uns Frieden gebracht. Selbst unsere Damen sind viel williger. Tausend Dank, Weißhaar. Freut mich, dass eure Damen viel williger sind. Das war auch absolut mein Ziel. Oh, jetzt haben wir wieder dieses Problem, dass hier dieses Bild so merkwürdig ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, hier gibt es aber... Also es freut mich, dass die jetzt wieder da sind, aber hier gibt es nicht mal einen Händler oder so. Das ist merkwürdig. So, wo ist denn jetzt der Berg? Ich seh nicht mehr. Es ist zu viel... Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Zu viel Baum hier. Wo ist denn jetzt der Berg? Hallo?
Was ist denn da drüben? Eine Wildkatze? Okay, ah, da ist der Berg. Wir versuchen jetzt einfach mal so nah wie möglich dahin zu kommen. Wie gesagt. Ich bin zu alt, um durch die Welt zu ziehen. Hä, hey, der hat doch was anderes gesagt. Der hat doch was anderes gesagt, als da unten stand. Ich kann es leider nicht mehr lesen. Er ist zu alt. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Er hat gesagt, er ist zu alt, um durch die Welt zu ziehen und unten hat irgendwas mit Yen. Ach, das ist echt bitter. Wie geil das gewesen wäre, wenn wir da hochgekommen wären. Die Frauen werden sich sorgen. Welche Frauen? Wir haben keine, wir haben ja leider keine. Ja. Ach so, ja, wir müssen ja erstmal... Ja, geh erstmal weg und jetzt... Schauen wir erstmal, wo wir überhaupt als nächstes hinwollen. Also Hauptquest brauchen wir nicht gucken, das ist auf jeden Fall super weit weg. Oh Gott, wie ich jedes Mal wieder aufs Neue anfange. Ach so, ja, toll. Das ist, ich nehme natürlich wieder genau das Quest, wo es keinen direkten Platz gibt. Das ist, ja, ich sollte einfach mal lesen. Ich weiß ja, wo Corvo Bianco ist. Es kann nur eingeben, Ritter zu Diensten. Brauchen wir auch nicht. Da haben wir uns eine schon erledigt. Sehr schön. Trifft den Kaufleuten im Lager, das ist irgendwo da unten. Nehmen wir am Turnier teil. Quint. Das ist auch da unten irgendwo. Transformation, weiß ich gerade nicht, wo das ist. Das ist auch weit weg, okay. Vater weiß, es spricht die Männer. Aha. Oh, das ist hier. Na, da werden wir natürlich hingehen. Sehr gut. Plötze. Verdammt, ich hab das Gefühl, Mann, geht mir hier auf den Sack. So, müssen wir Plötze wieder rufen. Oh, Plötze taucht im See, sage ich schon. Im Fluss auf. Also bringt mir gar nichts. Götscherhang, Grogu-Ausläufer. Da muss es doch bestimmt auch irgendwo noch ein Wegkreuz geben. Naja. Ich habe wahrscheinlich auch in dem Witcher 3 Hauptspiel habe ich wahrscheinlich auch Wegkreuze übersehen oder halt stehen lassen. Man muss ja halt da in der Nähe sein und ich glaube nicht, dass ich überall war, um jedes Wegkreuz mitzubekommen. Aber jetzt kann ich auch laufen. So, Plätze, wir suchen noch ein letztes Mal. Sehr schön. Sind wir hier? Hier ist auch wieder... Ach, das ist das Haus, okay. Los, los! Ich wollte gerade sagen, jetzt ist schon wieder so ein Haus, aber es ist genau das gleiche, bei dem wir gerade waren. Wenn ich mich recht entsinne, dann dürfte jetzt eigentlich... Hä, da stand auch irgendwas von wegen, sprich mit den Männern, die diesen Auftrag ausgegeben haben. Warum ist denn jetzt hier ein Monsterlager? Da müssten ja logischerweise Monster sein. Schauen wir uns das mal näher an. Hilfe! Helft uns! Irgendwie habe ich gerade totalen Durst, deswegen muss ich Pause drücken und was trinken. Oh nein, oh nein, oh nein! Ist mein Deckel runtergefallen. So, die Flasche ist alle. Ich hoffe mal, ich bekomme keinen Durst mehr. Bitte helft uns doch! In der Aufnahme, in der Folge. Hilfe! Ich bin doch schon da! Was ist denn hier los? Monster! Monster, dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo! Unser Bruder! Der ist noch da drin! Hilf uns, hol ihn raus! Wir zahlen auch dafür! Ich hätte niemals gedacht, dass Hugo ausgesprochen wird. Sehr geil! Ich finde aber schon wieder geil, dass hier ein Quest zusammen mit so einem Ort ist, mit so einem Fragezeichen-Ort, da kann man es immer gut verbinden, 2 auf 1 Streich. So, reden wir um eine Bezahlung, seid ihr die beiden, die eine Eskorte suchen, was gehört euch angegriffen? 4. War das euer Aushang wegen der Eskorte? Ja, das war er. Und nicht ohne Grund, wie es scheint. Nach ein paar Tagen ohne Interessenten haben wir die Expedition alleine riskiert. Wir waren Dummköpfe. Wir hätten Geduld beweisen und warten sollen. Armer Hugo, ob er heil davon kommt? Okay, warum seid ihr da eigentlich reingegangen?
Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Hm. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn, welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewands gepflückt haben? Hugo ist da drin, in schlimmer Gefahr, das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Wie der Typ halt wieder eine Stimme hat, die überhaupt nicht zu ihm passt. Unglaublich. Was hat euch denn angegriffen? Was weiß ich? Wir sind gerannt, so wie der Boden erzitterte. Zum Ausgang. Nur Hugo ist in die andere Richtung gelaufen. Es kamen also Monster aus dem Boden? Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. Keine Zeit, ich kann nicht helfen. Natürlich helfe ich, wie immer. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Vater weiß es eben nicht. Och, ich Idiot. Wollte einfach nur eine Fackel anmachen. Hallo, was ist denn jetzt passiert? Hä? Okay, nochmal. Fackel, sehr gut. Sehr schön, aber ich glaube, wir brauchen hier eine Katze. Haben wir Katze ausgewählt? Schon wieder vergessen, wie Katze aussah. Das. Na, so sehen wir einfach zu wenig. Ich nutze zur Katze nicht so gern, aber in so einer Höhle bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Bin ich ja mal gespannt. Das irgendwie scheint mir noch ein kleiner Rattenschwanz an dem Quest dran zu sein. Also ich weiß auch nicht so richtig. Die waren merkwürdig, dass sie mir auch nicht verraten wollten, warum sie rein sind. Wahrscheinlich selber auf einer Art Schatzsuche unterwegs oder so. Könnte ich mir vorstellen. Wenn die einen treffen, machen die ganz gut Schaden. Ach so, die vergiften einen auch. Na toll. Kommt noch einer. Da kommen noch einige und da ist die Chefin. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn ich hier mal den Pyrol nehme, sonst schwindet meine Energy wirklich super schnell. Was? Ach so. Nehmen wir mal weißer Honig und dann den Pyrol. Müssen wir auch die Katze nochmal nehmen. Mann. Okay, machen wir wie voll. Goldener Pyrol erst. Hätten wir vielleicht sogar mal gucken können, ob wir hätten einen besseren Pyrol bauen können, fällt mir gerade ein. Weil der hält ja jetzt nicht so lang. So. Könnte man natürlich auch Bomben verwenden. Lässt beim Detonieren eine Giftwolke frei. Dann müssen wir mal die anderen Bomben auswählen. Belegender tanzender Stern, feurige Explosion. Samum! Kortesche und. Das hier. Die machen mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Also am Anfang dachte ich so easy peasy, aber... Oh, toll. So, jetzt brennen die erstmal. Das macht auch gut Schaden, wie man sieht. Aber oh, guck mal, wie viel Energie die hat. Krass. Na, lassen sie erstmal ein bisschen brennen, würde ich sagen. Wie man halt einfach nichts mehr sieht durch die Katze. Oh.
aus. Alter, also, wie sind wir denn wieder so krass vergiftet? Oh, das kostet mich an. Ach so, Pyrol ist wieder weg. Oh. Das ist ja doch ein anstrengenderer Kampf, als ich gedacht hätte. Müssen wir ja schon wieder diesen blöden weißen Honig nehmen. Was ist denn hier los? Und ich gucke jetzt mal, ob ich einen besseren Pyrol herstellen kann. Achso, wir sind im Kampf, da geht es ja wieder nicht. Na komm, wir haben es doch gleich. Oh, der Kleine hat noch volle Energie und dann können wir endlich um die Mama kümmern, aber die müsste ja auch fast tot sein. Also fast, nee, oh, ist schon fast tot. Das war Skrimora-Krieger hinzugefügt. Und jetzt kommt der Kleine noch. Ja. So. Insektoide, Skrimora-Arbeiter. Der alte Trottel kam grün und blau zurück und behauptete, er sei im Wald von Kikimora. Ach, Kikimora, nicht Kimora. Kikimoras angegriffen worden. Das kann er seiner Großmutter erzählen. Seine Kumpels haben ihm das Fell gegerbt, weil er sie beim Quint betrogen hat. Wären es Kikimoras gewesen, so wäre er jetzt tot und ich hätte endlich Ruhe. Lavinia, Frau eines Tavernenwirts aus Buclair. Kikimoras leben in Kolonien wie kleinere Insektenarten, Ameisen beispielsweise. Eine Kikimora-Kolonie hat eine Königin und weist eine Sozialhierarchie auf. Kikimora-Arbeiter erledigen die Nahrungsversorgung des Nests. Kikimora-Krieger verteidigen das Nest gegen Angreifer. Irgendwie mag ich den Namen Kikimora, das lässt sich schön aussprechen. Kikimora, 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 Kikimora. Ein einzelner Arbeiter stellt selbst für schwache Personen oder Kinder keine Gefahr dar. Was? Ich habe gerade die Arbeiter gesehen, die vergiften einen doch. Und guckt euch dieses Biest an. Die sind doch riesengroß. Habe ich hier gerade die Atom-Kikimoras erwischt oder was? Die sind doch riesig. Wie kann denn das bitte für den schwachen Mensch oder für ein Kind kein Problem sein? What? Okay. Allerdings sind Begegnungen mit einzelnen Exemplaren selten. Kikimora-Arbeiter bewegen sich üblicherweise in Gruppen von rund einem Dutzend Individuen. Ein Dutzend sind 12 Stück, wir hatten auch keine 12. Die einzige Verteidigung eines normalen Menschen gegen einen Schwarm Kikimoras besteht in sofortiger Flucht, auch dies ohne Garantie. Kikimora-Krieger. Dann rief die Kikimora-Prinzessin all ihre loyalen Schwestern zu sich und es ging los. Gemeinsam stürzten sie sich auf den Feind, der ihre Königin bedrohte. Die Kikimora-Prinzessin und der Bergriesen. Cornelius Briggs Fragment eines Zwergenkindermärchens. Wie genau Kikimoras miteinander kommunizieren, ist nicht bekannt. Autopsien sind aufgrund der steigenden Giftigkeit der Exemplare nicht durchführbar. Gelehrte haben immerhin herausgefunden, dass Kikimoras offenbar keine erkennbaren Ohrmuscheln besitzen. Der Amateurforscher Graf Di Salvaris hat in seiner Abhandlung mit dem Mikroskop unter Monstern die Theorie geäußert, dass Kikimoras über ein hochentwickeltes Geruchssystem verfügen und mit Hilfe von Schwebepartikeln kommunizieren, die für den Menschen nicht zu erkennen sind. Eine Bestätigung oder Widerlegung der Theorie steht noch aus. Interessante Biester auf jeden Fall, wie es aussieht. Suche mit Hilfe einer Hexe nach den Spuren von Hugo. Oh, da ist doch noch irgendwas. Zumindest laut Karte. Achso, das ist glaube ich nur wieder so ein... Das ist nur wieder ein Bug. Hier sind keine Monster mehr. Komm, wir sammeln mal alles ein. Keine Ahnung, wofür es braucht. Aber, ah, Moment, ich will doch mal... Ich habe keine Ahnung, wie ich in die Alchemie direkt reinkomme. Ich will doch mal gucken, ob ich einen verbesserten Pyrol machen kann, weil da wird mir vielleicht noch ein oder andere Mal was bringen. Verbesserter goldener Pyrol. Dafür brauchen wir Alkoholhäs, goldener Pyrol, Pusteblume, Schöllkraut und helle Essenz. Die haben wir auch nur zweimal. Sehr gut. Gibt es noch einen besseren Pyrol? Überlegener goldener Pyrol. Was brauchen wir da? Weiße Möwe. Die können wir selber herstellen. Ah, oh, Pusteblume. Krass, das billige Ding fehlt uns. Das ist ja heftig. Und Quebrit. Quebrit, okay. Also Quebrit, weiße Möwe kann man selber erstellen. Quebrit und Pusteblume ist egal, die findet man überall, die kriegt man auch überall zu kaufen. Quebrit müssen wir uns merken, Quebrit. Quebrit. Halt, hier war auch noch was. Rohes Kupfererz, das ist ja cool. Ist halt merkwürdig, dass man es einfach so wegnimmt und nicht irgendwie nochmal mit der Spitzhacke reingeht. Aber ich finde es geil, dass man das hier finden kann. Ja, haben wir nochmal Erz. Hinten ist irgendein Geräusch.
Weiß ich, warum ich das Erz mitnehme. Das wird man wahrscheinlich vor allem brauchen, wenn man... Oh, Silber! Geil, Silber findet man... Das war aber in Witcher 3 nicht so, oder? Dass man solche Erze finden konnte in Höhlen an den Wänden. Das ist mir neu. Von da oben kommt man am Ende wahrscheinlich runter. Also da kann man wahrscheinlich dann den Rücken antreten. So kommt man da nicht hoch. Was wollte ich noch sagen? Ja, brauchen wir wahrscheinlich vor allem zum Schmieden. Ich stelle ja eh gar nichts her. Von daher... Dann nehmen wir nochmal die Katze, was soll's. Oh, ein Schwert. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Nilfgaardisches Langschwert. Oh, das ist halt auch nichts wert und so, aber scheiß drauf. Das können wir auch zur Not in unser Haus hängen. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxel, bis zum nächsten Mal. Tschüss.